Hallo Leute und herzlich willkommen. Ich wurde nominiert zur Liebster Award Challenge und zwar von das Z-Team oder den Zocker-Team. Vielmehr von Dirk und Alex. Erstmal vielen herzlichen Dank dafür. Ich habe natürlich auch den Kanal von den beiden unten in der Videobeschreibung verlinkt. Für alle, die die Liebster Award Challenge noch nicht kennen, in der Beschreibung steht alles Weitere. Ja, das sind immer 11 Fragen und 11 Antworten, die die beiden mir gestellt haben. Ich habe leider in den letzten Wochen nicht ganz so viel Zeit gehabt. Ich habe den beiden auch schon geschrieben. Das wird sicherlich eine Weile dauern, bis ich bei dem Video mitmachen kann. Aber ich habe mich jetzt doch dafür entschlossen, das relativ zeitnah zu machen. Zwar jetzt in kürzerer Form, aber ich denke, das sollte auch ausreichend sein. Ja, fangen wir mal an. Frage 1, die beiden gestellt haben. Wenn Zeitreisen möglich wären und du einen Tag dafür hättest, würdest du einmal zurück oder einmal in die Zukunft reisen? Ja, also generell würde ich sagen, lebe ich im Hier und Jetzt, also weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft. Wenn ich denn einen Tag dafür in mein Leben hätte, würde ich auf jeden Fall damit noch eine ganze Weile warten und würde das irgendwann machen, wenn ich schon ein alter Opa bin. Sprich, ich würde gerne zu einem schönen Moment in meinem Leben zurückreisen. Kommen wir zu Frage Nummer 2. Wen würdest du am liebsten mal kennenlernen? Ja, ich denke mal, die meisten von euch würden jetzt wahrscheinlich eine bekannte Persönlichkeit erwarten. Ich nenne jetzt hier mal Jana Bellamoiner. Ich denke mal, die meisten von euch kennen die nicht, deshalb habe ich hier mal einen kurzen Screenshot von der aktuellen Facebook-Seite gemacht. Das ist noch ein junges Mädel aus der Ukraine, momentan dieses Jahr sehr erfolgreich im Mountainbike, Cross-Country, hat jetzt schon vorab den Weltcup gewonnen und auch den Europameistertitel, wie ihr hier seht. Ich würde sagen, ich habe hier keine Person, wo ich jetzt ein Leben lang hinausschaue, sondern Personen, die mich aktuell im Moment immer interessieren. Das kann mal die eine, mal die andere sein. Momentan finde ich Jana Bellamoiner ziemlich faszinierend. Das liegt daran, ich finde gut an ihr, dass sie sagt, wenn sie mal nicht gewinnt, es lag nicht irgendwie an ihrem Material, dass das Fahrrad schlecht war oder irgendjemand anderes war dran schuld, sondern sie sagt einfach, ich muss dann noch härter trainieren, härter an mir arbeiten und ja, gibt niemand anderen die Schuld, arbeitet immer an sich selber, das finde ich sehr gut daran. Müsste ich irgendeine wirklich bekannte Person nennen, ich glaube, ich würde Clint Eastwood nennen, ich liebe seine Filme, er hat wirklich tolle Filme mit zum Beispiel Gran Torino oder Million Dollar Baby, spielt wirklich toll und das jetzt auch schon über Jahre. Was mir jetzt nicht so ganz gut an Clint Eastwood gefällt, ist, dass er ein Trump-Unterstützer ist. Von Trump halte ich bislang nicht allzu viel, aber das ist jetzt ja hier auch nicht die Frage von den beiden gewesen. Ich würde mal sagen, wir machen weiter. Kommen wir zur Frage Nummer 3. Was sind deine Schwäche und Stärke? Eine reicht, in Klammern. Ja, fangen wir mit der Schwäche an. Ich würde sagen, ich bin ein ziemlich unruhiger Mensch, sprich ich brauche immer irgendeine Aufgabe. Ich kann schlecht irgendwie an einer Stelle in Ruhe mal ein bisschen länger sitzen. Ich brauche immer irgendetwas zu tun. Wiederum meine Stärke würde ich sagen, ich bin sehr ausdauernd, sprich ich sitze so lange an einer Sache, bis ich es denn tatsächlich geschafft habe. Also wenn irgendetwas nicht funktioniert, da gebe ich nicht auf. Ich fummel so lange weiter daran, bis es endlich funktioniert. Frage 4. Wo siehst du dich in den nächsten 2-3 Jahren? Ja, das ist eine Frage, ziemlich allgemein gestellt. Ich beantworte die Frage jetzt mal genauso, wie ich sie verstanden habe. Ich bin jetzt fast 30 oder ich werde langsam 30, gehe auf die 30 zu und ich hoffe, dass ich in 2-3 Jahren dann schon eine Familie gegründet habe und mit der glücklich zusammenlebe. Das wäre so mein größter Wunsch, würde ich sagen, in den nächsten 2-3 Jahren. Frage Nummer 5. Was ist denn dein größter Wunsch? Ja, gerade schon gesagt, die Familie oder sagen wir insgesamt ein glückliches, gesundes, sorgenfreies Leben. Das ist wohl einer meiner größten Wünsche. Hört sich jetzt irgendwie blöd an, aber dem ist so.
Wäre es etwas Materielles? Ich hätte super gern einen alten Ford Mustang, am besten so ein 60er-Jahre-Teil, so ein Fastback, erste Generation. Ja, ein verdammt geiles Auto, jetzt nicht unbedingt für den Alltag geeignet, aber das wäre schon so materiell gesehen, so ein alter 60er-Jahre-Mustang, ja, es wäre schon was Feines. Frage Nummer 6. Wo wolltest du schon immer mal hin? Ja, ich, wie ihr gerade schon gesehen habt, ich interessiere mich für Fahrradfahren. Also ich fahre sehr viel selber Fahrrad, Mountainbike, bin gestern noch erst Marathon gefahren. Ich würde gerne mal nach Kanada vielmehr, genauer gesagt nach British Columbia, nach Whistler. Das ist wirklich ein Mountainbike-Mekka da. Muss verdammt geil sein, super viele Strecken. Riesen Auswahl, was man da alles fahren kann, von Downhill bis Touren. Generell die ganze Natur in Kanada interessiert mich sehr. Also British Columbia in Kanada wäre echt mal ein Traum von mir. Frage Nummer 7. Was magst du denn gar nicht? Ja, ich denke mal jetzt nicht, dass hier irgendwie was zu essen gemeint war. Ich habe die Frage zumindest anders verstanden. Also ich mag absolut nicht Leute, die vorne raus super nett zu einem sind und hintenrum richtig arschig sind, einen noch niemals irgendwie den Dreck unter den Nägeln einen gönnen. Also so Leute kann ich absolut nicht ab. Also das mag ich gar nicht. So Heuchler, die wirklich kackenfreundlich sind. Entschuldigung für die Ausdrucksweise, die ich hier gerade verwende, aber dem ist eben halt so. Also Leute, die sich vor einen verstellen, aber einen in Wirklichkeit gar nichts gönnen. Frage Nummer 8. Welche Superkraft hättest du gerne? Ja, welche Superkraft hätte ich denn gerne? Also ich glaube, ich habe mir natürlich vorher schon ein paar Gedanken gemacht, was ich denn hier sagen könnte. Aber es fiel mir gar nicht mal so leicht. Nämlich eigentlich bin ich relativ zufrieden mit dem, was ich kann. Aber ich glaube, ich würde manchmal gern mit meiner Partnerin irgendwelche Konflikte oder Diskussionen, nenne ich es jetzt mal, da wüsste ich ganz gern, wie ich sie jetzt wieder ruckzuck wieder runterbringen könnte und dann hier mir den ganzen Stress ersparen könnte. Also das Problem mit den Frauen, manchmal weiß man ja selber nicht, was hat man jetzt auf einmal wieder getan und ja, Lichterloh, Stress. Also da würde ich gern, einfach einmal schnipsen, zack, Probleme gegessen. Das wäre eine tolle Superkraft, die ich denn gern hätte. Frage Nummer 9. Wie zufrieden bist du mit der Plattform YouTube? Ja, ich mache YouTube jetzt, glaube ich, etwas länger, seit einem Jahr. Seitdem habe ich hier meinen Kanal, beziehungsweise keinen Kanal interessiert, existiert schon etwas länger, aber aktiv eigentlich so seit vielleicht anderthalb Jahre oder etwas kürzer. Generell nutze ich aber YouTube hauptsächlich, um privat Musik zu hören oder wenn er mal irgendwelche Fragen hat. Ich finde, YouTube ist so unglaublich vielseitig auch, sprich von der Musik oder man kann gucken, wie geht das in Office. Kann er sich ein Tutorial dazu anschauen oder auch für Spiele gibt es irgendwelche Lösungen oder einfach irgendwelche unterhaltsamen Videos. Wie kann er was am Auto reparieren oder so? Also generell finde ich YouTube sehr, sehr vielseitig. Es gibt viele Leute, die auf YouTube sehr viele Talente haben, auch Leute, die jetzt keinen Millionenkanal haben. Also es gibt Leute, die können super gut tanzen oder irgendein Instrument, Musikinstrument spielen. Also YouTube finde ich sehr vielseitig. Generell bin ich, der Meinung, dass YouTube was wirklich Tolles ist. Kommen wir schon zur Frage Nummer 10. Lieber Single sein oder Beziehungsmensch? Ja, ich bin seit über 10 Jahren mit meiner Partnerin zusammen. Von daher ganz klar beantwortet Beziehungsmensch. Frage Nummer 11. Ja, das ist schon die abschließende Frage. Wie ich finde, ich hätte das was Positives gewählt als letzte Frage, aber die beiden haben es so gestellt und von daher auch die Frage, dein schlimmstes Erlebnis. Also ich kann froh sein, dass ich bislang noch kein wirklich schlimmes Erlebnis hatte, also was wirklich schwerwiegend war. Von daher kann ich da gar keine genaue Antwort drauf geben. Also bislang wirklich ein Leben, ohne dass wirklich was sehr Tragisches passiert ist. Klar, in meiner Familie natürlich auch schon
Großeltern oder so etwas oder Urgroßeltern gestorben, aber das gehört, naja, im gewissen Alter einfach auch mit dazu. Oder das Haustier, da habe ich auch getrauert, aber generell habe ich persönlich bislang Glück gehabt. Ja, nochmal, damit sind wir am Ende. Nochmal vielen Dank an die beiden, dass sie mich nominiert haben. Ich werde hier auch weitere Leute nominieren. Meine Fragen, ich soll mir ja neue Fragen ausdenken, schreibe ich ja auch in die Videobeschreibung. Ich hoffe, euch hat's gefallen und bedanke mich fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao.